Am Job reizt mich das vielfältige Aufgabengebiet, die Regelungstechnik, Steuern, Messen, Prüfen. Die Ausbildung ist halt sehr gut gefördert. Wir haben halt noch extra Werksunterricht für die Lehrlinge und die Schulbücher und Fachliteratur wird bezahlt. Ja, man hat eine sehr gute Unterstützung von den Meistern. Und deshalb mache ich meine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken Neuwied. Im Serverraum gehört zum einen zu meinen Aufgaben, das System am Laufen zu halten, ein Stück weit die Wartung und auch den Austausch von Geräten vorzunehmen, also die ganze Hardware-Geschichte, das ganze Netzwerk ein bisschen sicher am Laufen zu halten. Zu meinen Aufgaben bei der Stadtwerke Neuwied gehören der First-Level-Support, das heißt, die Kollegen, die Probleme mit ihren Rechnern haben, rufen bei uns auf der Hotline an, kommen zu mir oder einem meiner Kollegen durch und wir versuchen ihnen dann weiterzuhelfen, entweder direkt am Telefon, indem wir uns auf die Maschinen von ihnen schalten, also auf die Rechner, oder indem wir halt zu den Kollegen hingehen. Ich bin zu den Stadtwerken gegangen, weil es ein lokaler, großer Konzern ist, bei dem ich sicher sein kann, dass ich meine Ausbildung gut abschließen kann, dass ich Unterstützung bekommen kann, wenn ich schulisch Probleme habe oder generell in der Ausbildung, und das ist hier der Fall. Und deshalb mache ich meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Stadtwerke Neuwied. Also ich habe mich für den Beruf Anlagenmechaniker entschieden, weil ich es mag, wenn Verantwortung im Beruf ist, dass ich zum Beispiel auch eine größere Verantwortung tragen muss, zum Beispiel Gaszähler, Stromzähler, Wasserzähler, dass die Menschen auch oder die Leute in Neuwied, dass die Wasser haben. Mir gefällt es, dass ich am Anfang sofort eingewiesen werde in die Betriebsaufgaben, was machen wir, wie machen wir das. Und ich finde es auch toll, dass mir auch, wie gesagt, alles gezeigt wird, dass man auch nicht nur im Betrieb ist, sondern auch in Seminaren geschickt wird, wie zum Beispiel der Handwerkskammer. Und deshalb mache ich meine Ausbildung zum Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken Neuwied. Erst habe ich hier eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker absolviert. Anschließend habe ich mich entschlossen, noch eine Ausbildung zum Industriekaufmann dran zu hängen. Nun kann ich die technischen mit den kaufmännischen Prozessen verbinden. Ich bin in sämtliche Unternehmensprozesse eingebunden. Meine Meinung ist auch den erfahrenen Mitarbeitern im Unternehmen wichtig. Ja, also man wird auf jeden Fall anders aufgenommen, als wenn man jetzt ganz frisch hier in dem Unternehmen ist. Man kennt die Mitarbeiter untereinander und viele wissen halt dann auch schon zu schätzen, dass man im technischen Bereich seine Erfahrungen gesammelt hat, die man dann im Industriebereich mit einbringen kann, im Kaufmännischen. Ich weiß einfach, dass ich hier mehr geboten bekomme als anderswo. Wir bekommen beispielsweise einmal wöchentlich einen Vormittag lang Werksunterricht. Dort werden wir auf spezifische Sachen aus der Schule vorbereitet, speziell im Rechnungswesen bekommen wir da eine gewisse Hilfestellung, um dort einfach besser vorbereitet zu sein als die anderen. Und deshalb mache ich meine zweite Ausbildung bei den Stadtwerken Neuwied. Die besten Fachkräfte sind die, die man selbst ausbildet. Wir brauchen motivierte Leute, die bereit sind, mehr mitzubringen als andere. Dafür bieten wir natürlich auch deutlich mehr als andere. In der Ausbildung und bei der Vorbereitung der Prüfungen. Dabei kommt es uns nicht ausschließlich auf die Noten an. Wir brauchen Typen, die mehr wollen als andere und zu uns passen. Und deshalb machen Sie Ihre Ausbildung bei den Stadtwerken Neuwied.